Wir blicken mit Ihnen auf die Wetterlage an diesem Montag. Ja, eine neue Woche, ein neues Glück, könnte man zumindest hoffen, was das Wetter betrifft. Aber wer schon rausgesehen hat, der sieht in meisten Teilen von Österreich, es ist ziemlich nass auf den Straßen. Aber ob das auch so bleibt oder nicht, darauf blicken wir gleich im Detail. Hinter mir haben Sie gesehen Flachau und jetzt ist auch noch der Zauchensee dabei. Ja, da liegt natürlich noch der Schnee. Doch wie sieht's aus in Europa? Vom zentralen Mittelmeer erstreckt sich tiefer Luftdruck bis nach Mitteleuropa. Dadurch zeigen sich zahlreiche Wolken am Himmel und gebietsweise gehen immer wieder Schauer und Gewitter nieder. Meist bleibt es aber immerhin sehr mild. Irland wird derweil von kompakten Regenwolken erfasst, die zu einem kräftigen Tiefdruckkomplex über dem Atlantik gehören. Doch was genau bedeutet das nun für Österreich? Ja, zeitweise immer wieder Regen und nach Osten sehr, sehr schwül heute. Im Westen aber schon deutlich kühler. Im Osten bläst lebhafter Südostwind. Sonst gibt es aber abgesehen von Schauer- und Gewitterböen nur schwachen bis mäßigen Wind. Und die Höchsttemperaturen, die liegen heute von 10 bis sogar 23 Grad. Und auch wenn Sie hinter mich blicken, Sie sehen wirklich, in meisten Teilen sind die Regenwolken und der Niederschlag leider vorhanden. Wie entwickelt sich die Wetterlage aber in den nächsten 24 Stunden im Westen? 20 Grad sind heute immerhin die Höchstwerte, die wir im Westen erreichen bis zu den Mittagsstunden, aber der Tag, der bleibt sehr, sehr verregnet. Wie sieht es hier aus im Osten? Etwas milder oder nicht? Und wir sind 21 Grad hier die Höchstwerte. Hier scheint es nicht zu regnen, aber die Wolken, die sind doch hier wirklich vorherrschend und auch die Nacht, die wird ziemlich nass. Wie sieht es aus in den nächsten 7 Tagen? Eine neue Woche liegt ja bevor. Morgen 12 Grad, dann kommt die Sonne aber immer mehr durch und hin zum Wochenende. Die freudigen Nachrichten, da steht dem Grillwetter wieder nichts im Wege. Wie sieht es hier aus im Osten? Morgen ebenfalls noch Regen mit dabei, dann 19 Grad. Auch hier kommt die Sonne immer mehr durch und bis zum Wochenende wirklich sehr milde Temperaturen und Höchstwerte von 24 Grad.